Ich bin Franziska, ich bin hier heute beim Fahrsicherheitstraining der Itzehoer Versicherung. Und warum bin ich hier? Weil mir mal mit dem Anhänger mit Pferd hinten drauf die Vorfahrt genommen worden ist. Und seitdem bin ich halt echt unsicher und habe Angst vorm Anhängerfahren. Und ich erhoffe mir hier, dass ich wieder selbstbewusster fahre und Sicherheit bekomme und ja, wieder öfters mit meinem Pferd unterwegs sein kann. Heute Morgen haben wir noch ein bisschen Theorie gemacht, was zu bedenken ist, was wir uns wünschen, und alle haben ein bisschen erzählt. Dann ging es auch schon los. Wir haben Gefahrenbremsung auf verschiedenen Untergründen geübt und das sichere An- und Abkuppeln geübt. So, also der Vormittag war ja schon echt gut. Jetzt geht's weiter. Wir werden jetzt Slalom fahren. So, wir hatten vorhin darüber gesprochen, wie weit kann ich das Lenkrad eigentlich drehen, ohne dass ich die Hände vom Lenkrad wegnehmen muss. Da haben wir festgestellt, ich kann 180 Grad in beide Richtungen drehen. Also meine Hände waren definitiv viel ruhiger als beim letzten Mal. Ja. So, und was vorwärts geht, geht jetzt auch rückwärts. Motorleistung hier drauf und wieder runter, weil das Auto... Okay, stopp. So ein Fahrsicherheitstraining dient letztendlich zum einen dazu, das Fahrzeug besser kennenzulernen, ich sag mal, die Grenzbereiche des Fahrzeugs näher kennenzulernen, es besser einschätzen zu können, das eigene Fahrvermögen besser einschätzen zu können. Und natürlich im Endeffekt geht es auch darum, einfach zu sehen, was kann ich noch machen, wenn tatsächlich alles schiefgelaufen ist auf dem Weg. Also wirklich versuchen, zielgerichtete Bremsen zu treffen mit einer gegebenen Geschwindigkeit. Okay, sehr gut. Also bei 30 ungefähr die Gespannlänge hinterm Bremspunkt zum Stehen gekommen. Wir haben jetzt eben noch mal Gefahrenbremsen geübt, diesmal mit einem Hindernis. Also wir sollten mit dem Hindernis ausweichen, das hat ganz gut geklappt. Was ich für heute mitnehme, ist auf jeden Fall, dass man selbstbewusst fahren sollte, sich mehr zutrauen, und ja, auf jeden Fall bin ich jetzt viel sicherer und freue mich, wenn ich wieder mit meinem Pferd losfahren kann.